Oh no. Holy fuck. Ja, wir müssen eh gleich Milizen trainieren. Da kann man ja noch mal einen zum Reparieren abstellen. Oder zwei. Ich überlege noch, ob ich Biff kaufe. Für Milizen trainieren. Biff? Mhm. Pass auf, Biff. Oder Hitman. Oder Hitman. Nee, pass auf. Reicht aber erstmal, du hast ja noch kein Einkommen. It's a push! Biff. Oh, 93 Leadership und 98... Wisdom. 200 pro Tag. Ja, na, da hast du deinen Milizentrainer gefunden. Ja. Aber der kommt nächsten Tag erst. Bitch. Ja, da ist egal, dann muss er den Milizen so erstmal trainieren. Kannst du später dann kannst du kaufen. Vier Gegner übrigens noch. Mm. Ey, guck mal, der hat angelegt. Ja. Los, komm, Root Dog. Ah. Knapp. Nicht, ja, hier ist Torso. Punkten-Trevor, los. Oh, knapp. Nochmal. Schade. Sorry, be ganz empty. Damn it. Damn it. Eli, da, hier. Guter Schuss für sie. Ah, doch nicht. Oh. Den schießen, Schlampe. Jammed. Oui. Ey, Ayana, kriegst du es nochmal hin irgendwann? Nee. Oh! Danke. Ja. Treffen wir auch. Nice. Ayana enttäuscht mich. Ja, Ayana enttäuscht. Diese braucht er 40 AP zu machen, als eine Pumper war. Dann muss ja, man Pumpe. Da jeden muss man einzelnen nachladen. Muss man schon ein bisschen mehr pumpen. What the fuck? 88 AP? Es wird Zeit für ein paar Treffer. Das kann doch nicht wahr sein. Yeah, minus 1, frisst auf. Hey, what you need? In irgendeinem Jagged Alliance-Spiel habe ich auch mal einen getötet, indem ich ihn einfach mit einer Granate nur mit minus 1 beworfen habe. Keiner mehr sichtbar. Nerd. Doch, ja. Jetzt ja. Interrupt. Ey, Alte, du hast die ordentliche Waffe, da musst du auch ordentliche Ergebnisse liefern, Mann. Hier, Pumpen Trevor. Ja, Pumpen Trevor, pumpen mal kräftig daneben. Ich meine, der steht natürlich auch gut gedeckt in seinem Baum. Ja, aber der steht echt wirklich gut gedeckt. Na, er muss halt warten, bis einer wieder mal einen Fehler macht und wieder Bagger. Da, der wäre gut. Der wäre jetzt gut, aber ja. Trevor hat keine AP mehr. Das ist ein fetter Munitionswaste hier, die ganze Geschichte. Ja, ist ja egal. Merd! Scheiße. Merde. Meredisch. Scheiße. Scheiße, verdammt doch. Yes! Einfach warten, Interrupt abwarten. Die müssen irgendwo mal zwischen den Bäumen stehen, sonst kriegst du nicht tot. Da! Hier! Da! Hau weg, die Kacke! Jawohl! Ja, so, in Kopf auch noch! Bam, Junge! Oh, schade. Und da schön. Geht's im Streifen durch die Map, ne? Ja, geht schon mal, als wie damals. Da geht ein Streifen durch die Map. Ach du, pass auf, der hinten, der Wahnsinnige. Oh, ach du Kacke! Oh, that's alright. That's alright. Oh, jawohl. Wer ist denn so? Hier, da, hier, los. Aber jetzt, der muss sitzen. Zwischen den Bäumen. Oh. Ey, raffst du's, Mann? Weißt du, wenn Mariana die richtige Knarre gibt, ja, wenn sie die AWM bekommt, dann. Wie sie über die halbe Karte irgendwelche Leute in den Kopf schießt. Ja. Wenn man sich das jetzt hier anguckt. Ja. Da hat es auch kein Achtfach-Scope drauf. Was geht denn ab, Mann? Ich hole mir später sowieso noch Reaper. Season Stone 4. Geil, das fiese Sniper, Mann. Warte, wait for it. Wie viel sind jetzt noch? Drei noch. Plus den Rest aus dem anderen Sektor, der danach kommt. Wait for it. Oui. Jagged Alliance Movement, ey. Man könnte damals mal echt fluchen, ja? Da, hier, jetzt aber mal richtig. Ab in Torso. Ja, sauber. Oh, ein Punkt Marksman. Oh. Wie viel hat's jetzt? 92? Jetzt muss ich ja nur noch 92. Treffen. Nee, eben nicht. Hier, Trevor, pumpen Trevor. Warum schießt du auf die Beine? Naja, triffst du eh nicht. Bagger! Bagger!
Oder was sagt er? Was sagt er eigentlich? Er war ein Bauarbeiter. Er war Bauarbeiter. Er sagt immer Bagger. Bagger. Jawoll. Nice. Das war ein Beintreffer. So, egal, Kritiker. Kritiker. Go so Kritiker. Torso. Los. Ja, und das... Wieder ein Bein. Jawoll. Weißt du, hier Kennedy die Kugel. Hier, lass. Ja, die Kennedy Kugel? Nee. Die Kennedy Kugel ging zweimal durch den Körper. Ja, genau. Rein und wieder raus und... Wie, so viele Dinge. Shit. Egal, nicht so schlimm. Edi ist ja noch im Training. Boah. Jawoll! Ey, Schlampe, nice shot. Ja. Ist so eine Schlampe, oder? Ja, ich habe auch so das Gefühl, sie ist auch erst mit der Mod eingefügt worden von irgendwelchen Leuten. Ja, genauso wie Jubilee. Ja, genau. Also... Angelina Jolie. Ja, ja. Angelina Jubilee. Angelina Jubilee. Meinst du? Oh ja, sauber. Meinst du Angelina Jubilee? Ja. Weit hergeholt wie die Kinder von Madonna, ja. Ja. Hier, Pumpenturbo auf dem Boden nochmal. Hier, guck mal, lass ihn nochmal richtig. Ey, wieso stehst du nur auf, du Fotzkopf? Torso Shot. Tot. Ja. Oh, Kopfschuss mit der Schrotflinte. Ja, sehr geil. I think it's... Sorry, be ganz empty. Risky time. Hier, nachladen. Erstmal alle nachladen, grundsätzlich. Ja, ja, später. Nee, hier, hau mal rein, die Scheiße hier. Oh, so viel Muni hat er gar nicht mehr. Die Pumpe frisst ganz schön Muni, ja? Ich habe irgendwo noch so eine anderen Magazine, die anders aussehen. Die, ja, die muss man noch oben klauen. Ach nee, du meinst die anderen, die 12 Gog. Ja, dann such mal ab, was du da findest, so bei den Leuten da unten. Nix. Nicht viel, Mann. Nö. Seh's. Ja, dann los, aufs Milizentraining. Nee, warte mal. Guck. Es sind nicht alle hochgekommen. Wir müssen die noch killen. Hier kommt's auch gleich hoch, jetzt mach hier. die Munition haben wir nicht verschossen. Die auch nicht. Die haben wir verschossen hier. Ja, jede Menge davon. Aber es ist halt, wenn man eh neue Waffen kriegt, dann... Noch ein bisschen was davon, ne? Shift. Benutze den Shift-Modifier. Hier und ihre Ey, sie hat das Ding echt kaputt gekriegt, ein Stück, ja? Ja, es gibt's einfach nicht, oder? Ah ja, ne, Franzosen kriegen alles kaputt. Außer Deutschland. Wie war das? Wie viele Männer braucht man, um Paris zu verteidigen? Weiß man nicht, hat noch keiner versucht. Ja. Ja, willkommen in der Welt der schlechten Witze. Nö, ich fand den gut. Verkaufe französische Sturm. Ey, aber verbrauche ich jetzt... Keinmal benutzt, aber 60 mal fallen gelassen. Nee, ich geh da jetzt runter, Mann. Fuck auf. Ich gehe jetzt einfach runter. Ich speichere jetzt das Spiel und gehe runter. Ja, dann get down and move it all around. Kommentare, wie homo diese Zitate teilweise sind, bitte an. Ich habe mit meinem stressigen Studentenleben übrigens morgen frei. Deswegen trinke ich jetzt noch einen Schlosspilz. Hier, kümmere dich mal lieber um deine Substation da. 7 Gegner. Alter, Waldweg. Boah, Alter, what the fuck, das ist aber nicht. Wald, ey, Alter, was ist das denn, Mann? Ich hab keine Ahnung. Ich hab das letztes Mal nicht eingenommen, als ich das Spiel gespielt habe. Oh. Guck mal, hier ist so eine Wachpfosten. Wachposten? Ja. Ist doch egal, irgendwie. Hier geh irgendwie aufs Dach oder so, guck dir irgendwie. aufs Dach. Ist hier so ein Zaun, wo man sich durchwühlen kann? Ja, bestimmt, ja, irgendwie, ne? Schon, bestimmt. Dann gehen wir hier so aufs Dach rauf. Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Was? Okay, jetzt du das. Leroy Jenkins. Oh, du kommst da gar nicht durch mit dem Wirecutter. Kannst da gar nicht draufklettern, weil der Zaun direkt an der Wand ist da. Ah, nee, doch nicht. Kannst du durchcutten. Challenge accepted. Don't listen. Du hast gerade nur Stealth Mode bei allen angemacht. Die Musik ist ja wirklich sehr, YouTube wird das dafür killen, Mann. Transpirierend.
Hier, jetzt kommt mal der Wirecutter von Rosebud zum Einsatz. Jetzt spielt gerade Holly. Das wird der Tod sein. Bagger! Bagger! Ich will Trevor, wenn er sich aufregt, ist einfach ein Highlight, oder? Ja, Mann, da kommt man noch hinterher. Aufs Dach ab. Go. Ja, ich mach das gleich ganz professionell. Tu es, tu es. Ja, ich mach das gleich ganz professionell. Als Maul. Ich mach das ganz professionell hier. Warte, pass auf hier. Ayana, aufs Dach. Yeah. Oh, verdammt, ich hab den Knopf vergessen. No, ihr ganz schön. Ey, vielleicht savest du mal kurz, bevor Ayana abgeknallt wird. Was, bevor alle abgeknallt werden? Hier wird keiner abgeknallt. Ach hier, ich hab viel zu viel Glück. MP und so. Yeah. Aber es ist kein Gegner in Sicht, ne? Achso, Rosebud kann nicht climben, stimmt, der hat ein Backpack. Ey, von das Fernglas von Ayana. Es macht halt so lange überhaupt keinen Sinn, solange man kein Sniper gewährt, ne? Man sieht die Gegner, man kann ihn aber nicht killen, ne? Oh, Ayana hört schon einen Sound von unten. Coming from below, ja. So, guck sie an hier, ich bin einfach nur zu gut für diese Welt. Ey, diese Elie, ne? Die Elie. Scheiß mal auf die Alte, Mann. So, hier, mach weiter. Jo, jetzt spiel ich weiter. Jetzt wird gefällt. So. Ayana hat jemand von Below gehört. Ja. Ist nur alle animiert, jetzt nicht mehr. Wir gehen halt immer mit Ayana vor, weil sie den höchsten Level hat. Kannst du mal hinhocken. Hinhocken ist eh besser. Nee, warte, ich gehe hier erst in den Rand und dann gucke ich mal hier so. Dann kann ich hier runter, weißt du, weil da ja. sieht noch keiner, der da unten ist. Okay, das war laut. Das war laut. Hinhocken. Ja. So, und um jetzt, die Ecke jetzt liegen wir um die Ecke und gucken mal, ob da jemand ist. Rechts daneben, durch die Tür, durch den Hangar da, durch die Hangartür. Mich würde mal interessieren, was du gehört hast. Wirecutters. Ja, schön. Wir sind schon drin. How convenient. There is a noise. Grimms up there. Oh. Interrupt for Root Dog übrigens. Nur für Root Dog. Ja, hauen weg da. Feuerstoß. Aber wieso nur für Root Dog? Nicht Feuerstoß. Für Trevor, der halt Feuerstoß. Viel höheres Level hat. Feuerstoß. Aber ist das ein Level? Ja, ich muss auch keinen Feuerstoß mehr machen. Ja, gute Nacht und so. Tja, da liegt er auf dem Boden. Ja, ne? Hat er sich hingelegt. Ey, aber jetzt kommen die Gegner, ne? Ja. Ey, Henry, Alarm, jo. Ich glaub, da klopft jemand. Alter, nice! Was? Nice! Los, Spider an Kopf. Lass Spider an Kopf schießen direkt. Oder an Torso oder Kopf, ist mir egal. Hat er es ist einfach, ne? Also... Es war, die Aktion, die ich gerade gerissen habe, war eigentlich ziemlich riskant. Am Anfang der Videos habe ich ja gesagt, dass ich das schon gespielt habe. Und ich war bei Tag 17 und schon eigentlich so gut wie durch. Aber ist normal, dass ich aufs Dach komme. Und man ist in die Sektoren gegangen und hat gesniped und alle gekillt. Einfach easy, ne? Mit AWM und so. Und jetzt spielt man das nochmal von vorne und merkt, was machen die eigentlich, die Gegner, ja? Ja. Die klettern auf Dächer rauf, wo man drauf ist. Ja. Das hatten wir ja vor, ne? Beim ja, letzten bei Trevor hatten wir letztens, ja. Also, die Kopf, KI ist auf jeden Fall ganz anders als... Mach's mit Spider einfach, da kannst du im Kopf was wasten. Die KI ist auf jeden Fall ganz anders als, bei normalen JA. Ah, perfekt. I'm such a hypocrite. Guck mal, die hat... Guck mal, hast du das gerade gesehen? Ja, die hat eine ganze Menge gemacht. Ein Fünftel Marksmanship-Skill hoch, nur weil sie den Schuss gemacht hat. Ja, na klar. Steel Helmet und ein bisschen Munition. Naja. Ist egal, lass weiterlaufen. Der Trick ist halt wirklich. Aber ich will jetzt nicht, dass hier noch irgendwer hochklettert und ich. Ne? Vielleicht kommt sie aber hoch, was wahrscheinlich nicht unterbinden können. Ja, sie sieht irgendwen, ne? Sie sieht jemanden. Ja, den Typen da drüben, der stirbt. Achso, den. Ja. Na gut, der kann ruhig sterben. Dann place deine Leute doch so passend ums Dach rum, dass sie die Interrupts kriegen und dann passt. Naja, jetzt guckt der Spider schon dahin und einer guckt hier runter. Jetzt? Von wo sollen die noch kommen? Also, das passt schon. Achso, okay. Jetzt verblutet der. Jetzt kannst du mit Ayana wieder weitermachen. Ganz normal. Here comes trouble. Oh, der ist oben auf dem Dach. Jetzt roffelt er vorne. Warte mal, zwei? Ja, ne, sie sieht unten den und rechts den auf dem Dach. Unten den wo? Rechts? Na den hier. Nee, hier. Da. Ja, den sieht. Ja, sie trotzdem auch die zwei sieht. Sie sieht den einen noch, der unten stirbt. Die kann sie natürlich nicht abschießen, ne? Sie könnte. Nee, sie hat eine Pistole, Mann. Sie könnte. Ich sieht sie nicht mehr. Root Dog könnte vielleicht. Root Dog sieht ihn aber noch nicht. Jetzt sieht er ihn, jetzt kann er schießen. Das ist auch Cobra, der hat wahrscheinlich eine bessere Waffe als ich.
Ich leg mich hier bei. Exit Combat Mode einfach. Trevor. Ne, wieso? Lass sie doch alle da liegen. Lass einfach, passt doch. Der sieht mich nicht, ne? Nö. Hast du wahrscheinlich... Oh my! Ey, Mariana sieht... Ach so. Ah ne, ne, wait, wait for it. Sie könnte schießen. Ja, aber... Na klar. Ja gut, dann versuch's. Now my gun is jammed! This ey, what? Das ist einfach nicht wahr. God. Das ist einfach nicht wahr. Das ist sonst überhaupt nicht so. Nein. Hauptsache, sie hat ihn nicht geschossen. What the fuck? Oh my! Jetzt? Mann, die Knarre. Einfach, ja, wait for it. Na gut, wenn er so rumeiert, dann. Ja. Aber gleich. Ich geh mal mit ihr zurück. Bevor sie noch hier eine Kugel fängt. Wie? Muss man die halt auch schießen, ja. Ja, aber schießen und sie hat einfach kein Mac, ne? Merde! Du musst tryen. Du musst tryen. Eigentlich musst du die Knarre Trevor geben, der unjammt die. Und ja, dann... aber das kannst du jetzt nicht wieder machen. Du musst warten, es ist halt eine übelst geringe Chance, aber du musst es machen. Du kannst dich Trevor jedes Mal runterholen, nur weil Ayana ihre Waffe kaputt gemacht hat. Ich hab kaputt gemacht. Ich bin wieder weg da vom Dach. Damn. Da ist er. Fail. Das war's. Yes. Kannst du laden? Das muss ich laden, ja. Das ist der Typ hat Dexterity verloren. Das ist Game Lose eigentlich, ja. Ayana, muss halt hoffen, dass Ayana ihre Waffe halt nicht wieder, nicht wieder jammt. Die Chance ist übelst gering bei der Waffe übrigens, wenn die Haltbarkeit noch so hoch ja, ist. Ja, die Haltbarkeit ist ja eben extrem hoch und trotzdem kriegt sie halt ständig die Fehler. Also, ich muss mal zu eben nochmal sagen, also wenn die Söldner Schaden kriegen, ist das unter Umständen okay. Aber die dürfen keine Punkte verlieren. Wenn sie ihre Fähigkeitpunkte verlieren, weil sie irgendwie verkrüppelt werden oder so, also dann... ist man auf einem ganz guten Weg, das Spiel irreparabel zu verlieren, ne? Und das ist nicht okay. Also dann muss man einfach laden. Das Spiel, wenn man nicht laden kann, ist das Spiel unglaublich schwer. Ja. Oh. Ah ja, dann sollte dann jetzt ja langsam mal einsehen. Und sie kommen ja eh vors Fenster kommen. Warte mal, wir kommen eh vors Fenster, haben wir gerade gesehen. Ja, vielleicht könnt ihr mal treffen, so aus Spaß. So zum Beispiel. War jetzt nicht schlecht. Ja. Wie? Sie könnte ruhig mal ihren Status. There is a noise. Merde. Als da, besten und jetzt, Söldner. Jetzt bitte Marinda. Ab in Torso. Aber mit der Expresslieferung bitte. Oh no. Oh, kein Verlass auf die Franzosen. Oh my. Zwei Corporates vorm Fenster. Wie? Jetzt hier, ab in den Kopf da, los! Ich kann nur in den Kopf schießen, ja. Oh no. Wenn man nicht, wie eng dieses Fadenkreuz zusammenzieht, wenn man da richtig überfahrt, ne? Ja. Ja, sauber! Sehr schön. Merveilleux! Les autres! Einfach warten, warten. Sie ist einfach die Beste. Ja. Merde. Ah, geht noch. Oui. Geht noch. Auf den Interrupt warten. Merde. Ja, sie muss den Interrupt. Interrupt! Merde. Oh, sie kriegt keinen Reicht doch, aber ja, sie sitzt aber gut. Ey, das ist aber gerade echt Glück, dass sie nicht treffen. Torso, bitte treff. Das reicht. Den anderen noch einen geben, ja. Oh no. Jetzt weg. Ja, nach hinten weg. Ja, perfekt. Oui. Und noch um die Ecke wieder. Oui. Ey. Ob das so klug war? Oui. Bell. Looking. Ich guck. Oh no. Yeah. I had hoped we would not be meeting them now. Hast du grad, ja, du hast gerade mit, oh, hat sie hingeschossen? Du hast grad mit minimaler Dings geschossen. Ja. Das war gerade nicht so gut. We. There's still some pansy asses hiding here somewhere. Das ist ja verbluten. Drück halt Z, muss halt Z um und dann gehe ich jetzt hier außen rum. Andere Richtung. Oben ist auf dem Dach ist ja immer noch eine, ne? Ja, möglich.
Auf die Fässer, kann man die Fässer schießen, die explodieren. Naja, das bringt mir auch nichts, ne? Wieso explodiert denn natürlich? Oh no! Yeah. I had hoped we would not be meeting them now! Ab in Torso. Hallo Freundchen. Merveilleux! Shut up! I hear something. Oui? Speicher mal. What is that I see? Oh no! Oh, wie geil! We would not be meeting them now! Und tschüss. Das ist doch Ayana Action, wie man sie kennt. Ich wollte gerade sagen, das ist so kennt man Ayana im Kommandomodus, ja. Der ist auf dem Dach. Jetzt sind wir mal richtig. Jetzt sind wir mal richtig kacken 30 Klettern aufs Dach und kriegen Interrupt. Oh, oh no. Aber ab den Kopf damit. Hallo. Was? Und in die Beine. Ich weiß ja, ich bin so ein Mann. Naja, wie das ein guter Auftragskiller macht. Nee, warte, da geht das war einer Brust. Ey, früher ist sie noch vom Dach gefallen und hat 100 Schaden gekriegt. 500, wenn sie vom Dach fallen, ja. Das war's jetzt, ja. Das war's, glaube ich, ja. Ey, Schrotland. Ey, 12 Gold Shells. Nice. Naja, auch nicht so viel, ne? Mach erstmal hier ein bisschen noch ein paar locker auf und so. Muss locker an die Sache rangehen. Ah. Oh, oh. 28 Lockers later. Ja. Den haben wir schon gebracht. Ja, ich glaube schon. Ja, echt. Ja, Hammer. Ja. Der ist die sind auf dem Dach, du Penner. Nee, Trevor nicht. Doch. Trevor ist auch auf dem Dach. What? I'm on a boat, motherfucker. mate. Oh, das heißt in dem Raum ist was Wichtiges. Ja, so kriegen wir ihn auf 100... Beautiful. Mac. Ja. Beautiful. Oh, Kisten. Kisten. Zuge Kisten sind gute Kisten. Hm. Oh, Woolcap, yeah. Sprengstoff, los. Beautiful. Oh, AK-47 und ein Schalldämpfer. Sauber. Got it. Das, ja, aber keine... Ja, läuft mit der Muni, die du die ganze Zeit vernichtet hast. Nee. Bullshit. Nee, stimmt, das war 765er. Keine Munition dafür. Aber AK ist schon mal gut. In ein paar Sektoren würde ich die AK sofort wegwerfen, aber... In ein paar Sektoren. Hier ist es eine sehr gute Waffe, aber... Beautiful! Oh, nice. Keine Munition. Was ist das da oben? Nee, du hast noch nicht aufgehoben. Got it! Das sieht schon gut aus, das ist auch eine Schrotflinte, oder? Ja. 45... Accuracy 25, Range 17, ja. Ist nicht schlecht. Passt mehr rein als in die Schrotflinte, in die Seiger. Mach mal im Übersichtsscreen. Passt mehr rein als in die Seiger. Ja. Ist das so ein Button? Ne, das ist der Alarm-Button. Ne, das ist bestimmt hier. Alarm-Button. Oh, wait. Keiner mehr, der das hören kann. Alright. Alright. Das ist die creepigste Stimme, die ich jemals in Jagged Alliance gehört habe. Ja. Alright. Nix. Da ist noch ein Danger House. In einem Danger House gibt es immer gutes Zeug. Hab ich mal gehört. Hmm. Too good. Not too bad. Beautiful. Oh, richtige Granaten. Mhm. Formel 1 Granaten. Formel 1 Granaten. Hier, Danger Hütte ist immer gut. Na, who's that? Das hast du natürlich was versprochen, ne? Klar, Mann. Hm. Hier, Shape Charge, Mann. Ja, ey, come on. Ja, es ist... So, so hier. Das ist die... Ist das die Munition? Nein, das ist nicht die Munition. Wir brauchen 762er für die Acker. Hm. Oh, ein Rod? Das ist eine Stange. Hm. Ja, dann baust du halt die Scheiße. Hm. Eine Laufverlängerung halt, ja? Ja. Aber ich habe gelesen, dass in dem Mod bringen diese Laufverlängerungen nur was, wenn man Burst schießt. Also ist einfach nicht mehr so gut wie sonst. Aber du weißt doch, Henning, es kommt immer auf die Länge. Und auf die Breite. Und auf die Technik. Oder wie Charlie Harper sagte. Die Nähmaschine. Oder wie Charlie Harper sagte, ich bin zwar nur knapp über dem Durchschnitt, aber den Rest mache ich mit Fleiß mit. Beautiful! Was ist denn das? Stechkin ab jetzt. Ja, das ist eine Pistole. Got it! Ist die besser als meine? Alles ist besser als deine Waffen. Da mag was dran sein.
Okay, so, da sind wir mit dem Sektor hier durch. Inventory, Inventory. Ben, erstmal das Video. Achso, ja.